Richard Strauss' Oper »Die Frau ohne Schatten« ist in vielerlei Hinsicht singulär. Das betrifft den Stoff und seine Gestaltung ebenso wie die Anforderungen an die Sängerinnen und Sänger, den Dirigenten, das Regieteam und das Orchester. Bei Strauss-Kennern genießt »Die Frau ohne Schatten« beinahe Kultstatus. Nun haben sich Franz Welser-Möss, der Music Director des Cleveland Orchestra und designierte Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper, und der für seine eigenwilligen Deutungen bekannte englische Regisseur David Pountney dem Werk gestellt. Der Kern der Geschichte meiner Meinung nach ist, dass vier Leute sind unter Prüfung gestellt, um ihre Menschlichkeit zu finden. Und durch eine etwa komplizierte, so zauberische Regelsystem sind diese Prüfungen durchgeführt. Aber eigentlich im Grunde genommen, die Frage ist, wo finden wir unsere Menschlichkeit? Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss haben für Die Frau ohne Schatten aus vielen Quellen geschöpft. Die Zauberwelt von Tausend und einer Nacht stand ebenso Pate wie Goethes Faust und Mozarts Zauberflöte. Eine Prüfungsoper sollte es werden, in der die Hauptfiguren sich gegenüber lockenden Versuchungen bewähren und großes Leid ertragen müssen, um durch Läuterung schließlich zu einem besseren Menschsein zu finden. Die Tochter des Geisterfürsten Kaikobad ist mit dem Kaiser vermählt, dem sie in Gestalt einer weißen Gazelle auf der Jagd begegnet ist. Die Gabe, sich in ein Tier zu verwandeln, hat sie verloren. Sie ist jedoch noch nicht ganz Mensch geworden. Sie hat bisher kein Kind empfangen und wirft keinen Schatten. Ein Fluch liegt über dem Kaiserpaar. Der rote Falke des Kaisers gemahnt die Kaiserin daran. Wirft sie nach Ablauf eines Jahres keinen Schatten, muss der Kaiser zu Stein werden. Es bleiben noch 3 Tage bis zum Ablauf der Frist. Die Amme, eine mephistophelische Figur, weiß, wo ein Schatten zu bekommen wäre, bei den Menschen, die ihr verhasst sind. Das Kaiserpaar findet sich gespiegelt in der Menschenwelt. Der Färber Barak wünscht sich nichts sehnlicher als Kinder. Seine junge Frau ist jedoch unzufrieden mit ihrem Leben und verweigert sich ihrem Mann. Hier setzt die Amme mit ihrem Spiel der Verführung an, um der Kaiserin zu einem Schatten zu verhelfen. Sie schließt einen Pakt mit der Färberin, die künftiger Mutterschaft abschwört und ihren Schatten gegen ein Leben in Luxus und erotische Abenteuer verpfändet. Da greifen höhere Mächte ein und der Prüfungsweg endet im Geisterreich. Hofmannsthal hat diese Geschichte in kunstvolle Verse gefasst und Richard Strauss zu kompositorischen Höchstleistungen herausgefordert. Das großdimensionierte Orchester schwelgt in betörender Farbenvielfalt. Ein dichtes Netz von Motiven wird immer vielschichtiger verflochten. Gewaltige sinfonische Steigerungen wechseln mit intimeren Passagen. Eine Musik, die süchtig machen kann. Zur prominenten Zürcher Besetzung gehören Emily McGee und Roberto Sacca als Kaiserpaar, Michael Volle als Barak, Janice Baird als Färberin und Birgit Remmert als Amme. Die amerikanische Sopranistin Emily McGee stellt sich der Herausforderung der Titelpartie. Ich habe das Gefühl, dass die Kaiserin ist eigentlich, für mich kommt mehr von der Geisterwelt, ja, aber auch von der Tierewelt. Und das meint für mich, dass sie hat keine menschliche Seele. Ich muss nur ein Wort sagen und mein Mann dann kommt wieder zu mir. Aber am Ende diese Reise, ich kann das nicht sagen. Mein Leben ist nicht wichtiger als ein anderes Leben. Das ist ganz einfach. Ich bin jetzt ein Mensch. Der deutsche
Bariton Michael Volle, der gerade erst mit dem Theaterpreis der Faust ausgezeichnet wurde, singt die hochkomplexe Partie des Färbers Barak. Also der Barak ist schon eine unglaublich dankbare Partie. So wie er als Gutmensch charakterlich gezeichnet ist, mehrheitlich im Verlauf der Stücke, so singt er auch, wenn ich unglaublich langphrasig, schön, bis auf den Ausbruch dann im zweiten Akt, wo er endlich seine Gutmensch-Attitüde ablegt und endlich zu dem wird, was auch seine Frau so sehnlichst erwartet. Also das ist schon schön zu merken dann im Verlauf von so einer Probenarbeit oder vom Kennenlernen von so einem Stück, wie aktuell dann doch solche Charaktere aus so einem scheinbaren reinen Märchen, was es auch erscheint, wie es auch erscheinen kann auf den ersten Blick, wie die Frau und der Schatten, dieses Libretto oder dieser Stoff, wie realistisch gezeichnet diese Personen doch sein können, wenn man Parallelen zu realem Leben aufzeigt. Die Frau ohne Schatten ab 13. Dezember am Opernhaus Zürich.